Man könnte das Geschehen heute an den Aktienmärkten vielleicht als abnehmende Euphorie bezeichnen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Es ist so ein bisschen kaltes Wasser auf die erhitzten Köpfe gegossen worden, nachdem Trump eine so wunderbare Show und so große Ankündigung gemacht hat, stellt man jetzt fest, naja, so furchtbar viel hat sich nicht verändert. Ein Deal ist es nicht, weil da ist überhaupt nicht schriftlich festgelegt. Erstaunlicherweise sprechen auch die Chinesen eben nicht von einem Deal, sondern nur von substanziellen Fortschritten. Erstaunlicherweise sprechen auch die Chinesen nicht von irgendwelchen Landwirtschaftskäufen, anders als die Amerikaner. Wir haben also jetzt wieder die Situation, dass plötzlich die Darstellungen der beiden Seiten doch ziemlich voneinander abweichen. Und man müsste auch vielleicht sagen, es ist nicht mal ein Waffenstillstand, ein Schuss, wie die Amerikaner sagen, denn die Zölle bleiben ja in Kraft und die Drohung weiterer Zölle dann ab Mitte Dezember bleibt in Kraft, auch wenn jetzt diese Drohung, die konkrete, unmittelbar bevorstehende Drohung der 15. Oktober-Anhebung, also der morgen dann eintretenden Zollanhebung, erst einmal vom Tisch ist. Aber es gab heute dann ein bisschen Verstimmung, nachdem man gesagt hat, naja, wir wollen noch ein bisschen reden, hat China gesagt, bevor wir da irgendwas unterschreiben. Und die Amerikaner haben schon gedacht, naja, ist doch alles gesagt. Ihr unterschreibt praktisch eure Entmündigung und dann ist die Sache gelaufen. Aber so einfach wird die Geschichte eben nicht werden. Das hat so ein bisschen heute Vormittag dann kaltes Wasser auf die Aktienmärkte geworfen, nachdem die asiatischen Märkte in ruhigem Handel, weil Japan Feiertag hatte, doch einigermaßen freundlich gestimmt waren. Aber es mehren sich in den USA selbst auch die Stimmen, die sagen, Leute, da ist nicht wirklich Substanz dabei, das wird nicht viel ändern. Und da haben wir zum Beispiel Morgan Stanley, die sagen, naja, das ist im Grunde so eine ähnliche Situation, wie wir sie im Dezember erlebt haben. Anfang Dezember, da gab es ja dieses G20-Treffen in Buenos Aires. Und da haben wir dann gesehen, dass es danach dann praktisch bergab ging, dass das schon der Hochpunkt war, dass im Prinzip dann ein Element fehlte, das eben zentral ist für die Aktienmärkte in letzter Zeit, nämlich dieses Hoffnungsmotiv. Wie oft haben wir schon Hoffnungsrallies gesehen? Und ohne dieses Hoffnungsmotiv, das jetzt eben auch so ein bisschen wegrasiert ist, wird die ganze Geschichte schwieriger, zumal wir jetzt eben auch in der Buyback-Blackout-Period sind. Also es gibt derzeit so gut wie keine Aktienrückkäufe, weil die US-Berichtssaison anfängt. Wir haben hier die Aussagen von Morgan Stanley. Citigroup hat sich hier ganz ähnlich geäußert. Die sagt, ja, das chinesische Statement, das klingt irgendwie anders. Cautious and subdued, also vorsichtig und zurückhaltend. Heute auch ein Artikel in der Global Times, der gesagt hat, naja, man kann Trump nicht wirklich trauen, der ist so volatil, das ist mal so und es ist ja auch so, dass plötzlich Trump am Freitag wieder auf Liebkind gemacht hat und dann eben vielleicht ein, zwei Tage später wieder auf den Putz haut. Am Freitag hat man sich total lieb und am nächsten Mittwoch sind die Chinesen wieder ganz böse. Das geht bei Trump ja relativ schnell, apropos Trump. Der eine oder andere sagt, naja, der Mann hat so einen kleinen Interessenskonflikt auch in der Türkei, denn es gab im Jahr 2012 ja die Eröffnung des Trump Towers in Istanbul mit nicht gerade schlechten Blick auf den Bosporus hier mit seiner Ivanka. Jedenfalls ist das eben wieder so einer der Punkte, wo man sagen muss, naja, ist ein bisschen unglücklich, diese ganze Geschichte. Heute diese Drohung wieder oder jetzt am Wochenende die Drohung gegen Erdogan, gegen die Türkei. Also jetzt hat Syrien gesagt, wir fahren da mal hin an die Grenze und gucken nach dem Rechten. Hinter Syrien steht wiederum Russland. Und interessant auch, dass es im israelischen Generalstab Überlegungen gibt, hier auf Seiten der Kurden möglicherweise sich zu engagieren. Wäre eine Win-Win-Situation für Israel. Sie hätten praktisch mit den Kurden dann direkt einen Brückenkopf im Nahen Osten, zumal etwa 10% der iranischen Bevölkerung auch Kurden sind. Man hätte da also, wenn man den Herrschaften hilft, durchaus ein Asset, das macht durchaus Sinn. Und so könnte die ganze Geschichte jetzt dann sozusagen wieder weitere Kreise ziehen. Trump hat ja gesagt, ich zerstöre eure Wirtschaft, die Möglichkeiten haben wir. Naja, das ist auch wieder so eine nachträgliche Reaktion von Trump, der erst in einem Telefonat praktisch Erdogan den Weg freigemacht hat und jetzt anfängt zu drohen, wieder auf den Tisch zu hauen. Ob das so wirklich stringent ist, sei mal dahingestellt. Heute die Aktienmärkte ziemlich ruhig, ziemlich wenig los, aber wir hatten zum Beispiel im Jahr 2008 an Columbus Day, der ja heute ist, Kolumbustag, da war der Index über 11% im Plus und hat dann an den beiden folgenden Tagen komplett die Gewinne abgegeben, ist 17% gefallen. Also das zeigt, dass der
Oktober eigentlich durchaus Potenzial zur Volatilität hat. Wir haben heute eben kaum Umsätze, die Anleihenmärkte in den USA geschlossen. Da ist so ein bisschen Schlafstimmung. Morgen wird sich das ändern, denn morgen beginnt die Berichtssaison in den USA volle Fahrt aufzunehmen. Ich habe Ihnen hier mal die Unternehmen aufgelistet, die morgen melden. JP Morgan allen voran, 13 Uhr Citigroup, 14 Uhr United Health, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Wells Fargo, also wirklich die Crème de la Crème, wenn man so will, vor allem aus dem Bankenwesen mit der JP Morgan. Wir haben dann United Health, Dow Jones Konzern, ebenso wie Johnson & Johnson zuletzt stark geprügelt und wir sehen fast überall ein Minus, was die Earnings Growth hier betrifft zum Vorjahresquartal. Also da sieht man schon ein bisschen, dass die Erwartungen im Mindesten ziemlich niedrig sind. Minus 4,1% jetzt aktuell die Erwartung für das dritte Quartal, für die Earnings im dritten Quartal, für die Gewinne im dritten Quartal. Aber ich hatte heute Morgen schon gesagt, die Wall Street ist anders als Donald Trump. Während Donald Trump die Latte extrem hoch hängt und man dann eben gar nicht über diese Latte springen kann, hängt die Wall Street die Latte gerne so niedrig, dass man gar nicht drunter springen kann, sondern drüber springen muss. Und dann lesen wir wieder Jubelberichte, 80%, 75%. Hätten die Erwartungen übertroffen. Wer es glaubt, wird unmittelbar selig und kommt dann ins Paradies mit sehr, sehr vielen Jungfrauen. Schauen wir uns mal an, was das an den Märkten aktuell macht. Hier sehen wir den Dow Jones, die Charts von Capital.com. Richtig, wir haben hier den Dow bei 26.835. Hier sehen wir schon diese Ernüchterung, dieses kalte Wasser, das dann mit Verkündigung dieses so ganz großartigen Deals dann entstanden war, dann diese Erholung nochmal jetzt im asiatischen Handel, dann nochmal dieser Absacker wegen der Meldung, naja, China will doch erstmal noch ein bisschen reden, bevor man da irgendwas unterschreibt, dann die Erholung, jetzt wieder so leichte Schwäche. Es tut sich wenig, die Umsätze, wie gesagt, kaum messbar. Wir sehen hier den S&P 500 2967, wir haben den deutschen Leitindex, der heute auch handelt, vorhin mal fast 10 Punkte gefallen ist innerhalb von ein paar Minuten. Das ist schon spektakulär. Da muss man sagen, Respekt, was da in Deutschland teilweise los ist. Wir haben den Euro-Dollar bei 1,1027 auch wenig verändert. Gold versucht sich so langsam wieder in Richtung 1500er Marke anzupirschen und das amerikanische Crude Oil aktuell bei 53,20. Erstaunlich eigentlich angesichts dieser geopolitischen Unsicherheit jetzt mit Türkei, Syrien, Kurden, möglicherweise Iran. Iran hat am letzten Freitag auch eine Militärübung an der türkischen Grenze gehalten, sympathisiert ja tendenziell auch mit Syrien, ist sozusagen im Camp mit dabei, mit den Russen, mit Syrien. Israel könnte da noch sich einmischen, das wäre ein echter Überraschungsgast und die Israelis hätten eben auch die Möglichkeit, hier den Türken mal eben den Luftraum über Syrien abzuschneiden. Das sind alles so Perspektiven, die Russen können das sowieso, die Syrer eher nicht. Das sind alles so Perspektiven, die diese ganze Geschichte interessant machen. Interessant auch die Brexit-Story, da ist nach wie vor unklar, was wirklich passieren wird. Es ist eben so, dass die DUP, die Koalitionspartei von Boris Johnson, wo nicht so begeistert ist, dass Barnier nicht so begeistert ist, dass also ein bisschen ähnlich wie in Sachen Handelskrieg ein bisschen sehr viel Euphorie, ein bisschen sehr viel heiße Köpfe am Start waren noch Ende der letzten Woche und jetzt pendelt sich das ein bisschen aus. Morgen geht es erst so richtig los, morgen sehen wir dann eben den Start der Berichtssaison mit voller Breitseite. Das wird interessant, das wird spannend und ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.